Moin, es sind Anne von Geek Life Lützebüsch und sind heute mit Daniel von Anilux. Moin Daniel, wie geht dir? Salü, mir geht es soweit super. Das schön Wetter heute, gell? Ja, Temperatur aus ein bisschen an Minusgraden mehr, das so. Das ist gut, das ist gut. Wie ist Anilux entstanden eigentlich? Ma, am Anfang war am Anfang so eine kleine Gruppe von Leuten, die das gegründet wird, an die auch viel an der Schule noch aktiv war, das ist Leute, die ich auch dort weiß kann tun. Und ja, die Gruppe als Kollege bestehen und dann hat sich das so los weiterentwickelt, dass immer mehr andere Leute noch dabei kommen sind, die auch dieselben Interessen hatten und so. Und irgendwie nie sind ich dann Präsident genau. Eine gute Zeit, so, wo ich dabei war. Das ist Anilux geht es seit mehr langem, gell? Und seit wie langem geht das und wie viele Leute sind eigentlich an der Gruppe dran? Also die Gruppe geht sozusagen gegründet von 2003. Und ich war nicht ganz am Anfang dabei, es sind ein Jahr oder zwei, die noch drauf beikommen durch die Leute, die ich kannte. Und da war doch noch kein offiziell ASBL. Am Anfang war geguckt, für den deutschen Animax Club zu machen, was aber nie wirklich zustande gekommen ist. Und du musst irgendwie nicht entschieden, als zu sagen, okay, wir machen ein SPL, wir machen etwas Eigenes, du musst mir auch als eigenen Chef sein und nicht gebunden sein auf einen großen Verein. Und ja, du hast für uns genug Jahre schon das SPL gegründet und ja, da stimmen wir heute. Also, Anilux, das ist ja eine Gruppe und ich bin heute für meinen zweiten Kehr und ich habe schon viel Tippen, Stile von Leuten gesehen. Aber für wen ist Anilux eigentlich gemacht? Für wen ist das, für wen Fandom ist das gedacht? Also, Zielgruppe ist sozusagen alle Leute, die Fan von der japanischen Kultur sind, Fan von Spieler sind, alles, was ein bisschen an dem Genre ist, ob das Manga, Anime sind, Videospieler, Computerspieler also, oder Gesellschaftsspieler auch. Ja, das ist einfach, weil so eine Gruppe geht nicht wirklich, oder wir hatten keinen Fund damals, und du meinst gedacht, wir machen das, wir wollen einfach mehr Leute zusammenbringen, die Interessen haben. Und es sind auch dafür immer um die 30 Membre momentan, ja, wo wirklich Festmembre sind, und die anderen, die kommen dann immer mit dabei nach, ja. Aber die sind ja dann in Gruppe für mehr Anime-Fans und so Sachen. Aber hört ihr eigentlich jeder hin? Kann jeder kommen, ein Fan von Comics und so weiter? Kann wirklich jeder kommen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, da ist jeder willkommen. Es gibt auch keinen Rassismus oder so. Also, das heißt, alle Leute dürfen kommen, egal wegen Altersklassen. Wir holen Salon, es beißt doch keinen, außer vielleicht ein und zwei Leute. Also, ist das alles okay. Ja, nee, also, du hast gar kein Problem. Das ist so wie eine ganz große Familie, eigentlich. Jeder kennt man klammern, jeder an die Neuen gehen, live aufgeholt. Ja, also das ist genau das, wenn die Neuer kommen, der Sohn steht gleich, die könnt mit all den Leuten schwätzen, das ist kein Problem, aber wenn der wirklich ein Problem hat, weil er, ja genau, und wenn der ein Problem hat, könnt immer dann bei den Leuten aus dem Komitee kommen, für halt den zu lesen, was aber nicht so oft der Fall ist, also die Leute gehen meistens gut abgeholt, sind noch zufrieden, kommen dann rum, ja, für mich war es halt immer wie eine Familie, weil ich auch genug Leute aus dem Club dann kenne und dann freue ich mich auch immer dahin zu gehen. Und wie oft ist Anilux eigentlich? Wen kommen die also an der Stadt? Mit Meetings sind in general einmal am Mond, meistens den letzten Samstag vom Mond, außer zum Beispiel, wenn Vakanzen sind, wie zum Beispiel an der Christvakanz, weil da wollen die Leute bei ihrer Familie sind und so, dafür verlieren wir das paar Wochen noch hier. Oder wenn wirklich extra Feste oder Conventions sind, die genau auf den Tag da fallen, dann fahren wir immer eine kleine Lesung. Nach Englisch froh, Daniel. Wenn die hier in die Stadt kommt, was macht ihr so? Also, was macht ihr hier so? Macht ihr so eine Tour oder? Wir machen immer eine Tour unter dem Stadt. Das heißt, wir treffen uns immer meistens um 2 Uhr an der Gare, wo wir uns alle zusammen gesehen haben. Und da gehen wir eine halbe Stunde drauf, nachdem die Leute alle kommen sind. Wir machen eine Tour durch ein paar Geschäfte, die halt auch thematisch zum Club passen, wie eine Asia-Boutique oder Videospielgeschäfte. Und gehen dann hin bis auf Place d'Armes,
wo man die Lastgeschäfte gehen, aber wenn wir da fertig sind, dann gehen wir zusammen immer meistens etwas essen, zum Beispiel an einem asiatischen Restaurant oder so, wo es doch Sushi kriegt, wo wir dann den Rest vom Abend so mal an einer schönen Gesellschaft verbringen. Vielmals merci für den Gelösch und für die Interview heute. Es sind dann von Gikleif Letzebüsch und das war Interview von Anilux Präsident. I'm